Wir hatten eine Wohnung am Start, die wollten wir eigentlich weiterreichen und haben sie so mit drei Freunden angeboten, unabhängig voneinander. Und keiner wollte sie haben von den drei. Keiner wollte sie haben. Dann dachte ich mir, hey, das muss ja voll die Bruchbude sein. Aber am Ende des Tages haben wir sie dann trotzdem gekauft. Die Zahlen, Daten und Fakten zu dieser Wohnung schauen wir uns jetzt in diesem Video gemeinsam an. So, Freunde, ich stehe hier gerade vor einem Mehrfamilienhaus in Heilbronn. Ob sich der Deal gelohnt hat oder nicht, ja, das zeige ich euch drin. So, hereinspaziert in die gute Stube. Ich zeige euch jetzt mal kurz hier alles, was wir gemacht haben. Wir haben es komplett renoviert und ob es sich gelohnt hat oder nicht, seht ihr am Ende. Fangen wir mit dem Bad an. Also, was haben wir hier alles gemacht? Neue sanitäre Einrichtungen rein, schöne Toilette, schönes Waschbecken und auch einen Handtuchheizkörper haben wir eingebaut. Das ist wieder up to date ist vom Timing her. Die ist nämlich Baujahr 84, die Wohnung. Und jetzt sind wir hier wieder auf heutigem Standard. Ich finde, es macht schon einiges her. Sieht geil aus. Mir gefällt's. Die Türen haben wir noch komplett eingebaut. Also alle Türen sind neu. Und haben wir schöne Griffe verbaut hier auch. Die kommen nämlich aus einem Hersteller hier aus der Gegend. Immer support the locals. Das ist uns ganz wichtig. Hier ist das Wohnzimmer, Wohn-Essbereich, also auch ein schöner großer Raum mit Balkonzugang direkt. Was uns hier immer sehr wichtig ist, also das ist eine Wohnung, die ist schon ziemlich hochpreisig, weil die Lage sehr gut ist, Tiefgarage mit dabei ist und das Haus auch ein schönes ist. Also wird höchstwahrscheinlich ein Eigennutzer kaufen. Haben wir sehr hochwertigen Echtholzparkett verlegt, also das macht schon einiges her, wenn man hier reinkommt. Das Raumklima ist dadurch sehr gut, nicht nur, dass der Boden schön aussieht. Hier schön wichtig eine Türe mit Licht. Das heißt, wenn man hier im Eingangsbereich ist und die Tür ist zu, dann hast du trotzdem hier ein bisschen Tageslicht, obwohl eigentlich kein Fenster da ist. Auch so Kleinigkeiten, wo man drauf achten muss. Und was wir auch noch das erste Mal gemacht haben, wir Türen einbauen. Ganz wichtig, dass man halt schlau mitdenkt, geht die links oder rechts auf, weil das muss man angeben. Jetzt mal angenommen, die Tür geht so auf und da ist der Lichtschalter hinter der Tür, ist ja blöd, ne? Da muss man dran denken. Ganz wichtig. Und hier auch bei den Lichtschaltern nehmen wir auch immer höchste Qualität. Das macht halt einfach das her fürs Auge und fühlt sich auch besser an wie so ein Billig-Schrott. Ja, wie gesagt, das wird eine Eigennutzerwohnung höchstwahrscheinlich. Daher haben wir die Küche weggelassen, denn jeder hat seine eigenen Vorstellungen und kann hier seinen Traum verwirklichen. Wir könnten auch eine Küche einbauen auf den Kaufpreis, dann wenn wir es verkaufen, draufschlagen. Aber lieber verkaufe ich es eigentlich günstiger und derjenige, der es kauft, baut sich das ein, was ihm gefällt. Wir haben auch schöne großen Fliesen auf dem Boden, also macht schon auch einiges her. I like. Gehen wir weiter ins Schlafzimmer. Kleiner Raum mit Fenster, aber groß genug für ein Schlafzimmer. Ich meine, zwei Zimmerwohnungen haben wir jetzt 47 Quadratmeter. So wie es eigentlich für ein Single oder ein Pärchen passt. Hier ist auch noch ein Balkon mit dabei. So, jetzt sind wir draußen hier, also schöner Balkon noch, auf jeden Fall schöne Abendsonne. Ist auch immer wichtig, Südwestausrichtung. Und wenn irgendeiner sagt, die Wohnung ist in Norden, meine, die ich dir gerade verkaufe, das ist gut, dann ist im Sommer nicht so heiß, dann, ja, jedem fällt irgendwas ein. Aber Südwest ist auf jeden Fall immer besser. Da unten ist der Neckar. Hinter den Bäumen direkt, also schon das Naherholungsgebiet auch da und da unten ist direkt die Tiefgarageneinfahrt. Also gibt eigentlich nichts zu bemängeln. Ja, Fabi, die Wohnung ist mega. Warum wollten deine Kumpel die nicht kaufen? So, jetzt schreibt ihr mir erstmal in die Kommentare, wie euch die Wohnung gefällt und ob ihr hier einziehen würdet, also was ihr davon so haltet. Ja, warum wollten meine Kumpels die Wohnung nicht kaufen? Kommen wir mal zur Quintessenz. Also ich denke, die wollten es nicht kaufen, weil ich es nicht gekauft habe. Die haben gedacht, hey, dann gibt's, der nimmt es nicht, dann gibt er den Scheiß einfach weiter so. Vielleicht haben die das gedacht. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, was in den ihren Köpfen herumgeschwirrt ist. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, wir haben jetzt das Zehnfache verdient mit dem Deal hier, wie bei der Tippgeberprovision eigentlich vereinbart war. Dementsprechend hätte es sich für jeden einzelnen von den drei extrem gelohnt. Ja? Die beißen sich jetzt vielleicht in den Arsch, gut, ist halt so. Und eingerechnet natürlich alles komplett, also Kaufpreis, Kaufnebenkosten, Renovierungskosten, Arbeitszeit, alles eingerechnet, wäre diese Marge halt zustande gekommen. Ich muss sagen, guter Deal, im Nachhinein hat sich sehr gelohnt, also ich weiß selber nicht, warum ich es eigentlich weitergeben wollte. Eigentlich hätten wir es vielleicht auch direkt kaufen sollen, aber ich habe es halt einfach gut gemeint, wollte jemandem gefallen tun am Ende des Tages.
ist nichts bei rumgekommen und war auch ein Risiko, weil der Deal hätte auch flöten gehen können an eine dritte Person und niemand hätte was davon gehabt. Deswegen ist sowas mit dem Weiterreichen immer so eine Sache, lohnt sich das oder lohnt sich es nicht. In dem Fall habe ich es nicht hingekriegt, obwohl ich eigentlich gedacht habe, es klappt. Ja. Wenn ihr auch so eine Situation habt, wo ihr nicht sicher seid, setzt euch hin, macht einen Plan A, einen Plan B. Bei uns ist immer Plan A Flip, Plan B Bestand. Wenn Plan B funktioniert, kann man Flip probieren, wenn man sich nicht sicher ist. Wenn Plan B eh scheiße ist, dann lässt man es ganz sein. Setzt euch hin, macht eine Excel-Tabelle für den Flip. Beispiel Kaufpreis, Kaufnebenkosten, Renovierungskosten, Arbeitszeit, Handwerkerkosten. Und dann am Ende auf der anderen Seite natürlich den Verkaufspreis im Potenziellen. Wenn da was Positives rauskommt, wo ihr sagt, das lohnt sich, die Zeit zu investieren, go for it. Wenn das sich schon mal nicht rechnet, kann man den Plan B betrachten mit der Rendite für eine langfristige Vermietung. Was geht hier beim Mietspiegel? Geht vielleicht Airbnb, geht vielleicht möblierte Vermietung? Und wenn man da auf so eine Bruttorendite von über 5% kommt, in einer guten Lage, kann man schon mal nicht so viel falsch machen. Dann würden wir es zum Beispiel auch für den Bestand in Betracht ziehen. Das heißt, 5% heißt die Jahreskaltmiete im Vergleich zu den Investkosten, also Kaufpreis plus Renovierung. Die Nebenkosten lassen wir dann mal weg bei einer überschlägigen Berechnung. Und wenn du diese Kennzahl im Hinterkopf hast, ja, wenn du die im Hinterkopf hast und du kommst rein bei einer Besichtigung, kannst vielleicht ganz kurz eintippen, zack, 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 und weißt schon, ja, nein, so direkt bei der Besichtigung und es ist ein guter Deal und du kannst direkt sagen, Deal, Hand drauf, mein Wort zählt was und du machst den Deal, dann kommen solche richtig guten Geschäfte zustande. Deswegen Handschlagqualität ist der Key und in den nächsten Videos gibt es wieder mehr dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, macht's gut, ciao.